geht's die ganze Zeit, ihr Lieben. Grüße euch und herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Minecraft-Projekt. Die ganze Zeit wird ihr gehört. Und jetzt werde ich das endlich ein für alle Mal irgendwie erledigen. So, wo sind die? Wo sind die Vögel? Die müssen doch da in der Nähe sein. Es kann doch echt nicht angehen, dass die nicht da sind. Weg damit euch, ihr schlimmen Finger. Die sind genau da. Ich gehe jetzt mal darüber und kloppe die da drüben mal weg. Ist mir wurscht jetzt. Irgendwo werden die doch da drüben sein oder so. Keine Ahnung. Ich werde die einfach jetzt wegkloppen, Leute. Die sind aber nicht mehr da. Nö, die sind nicht mehr da. Leute, ich kriege Angst. Wo sind die jetzt? Hallo? Ich schwöre, die waren da drüben. Okay, die komischen Bastardos sind weg. Leute, das ist nicht gut. Da sind sie irgendwie wahrscheinlich näher gekommen. Wahrscheinlich direkt vor meiner Haustür, irgendwo zwischen den Bäumen versteckt oder sowas. Ach du Schande. Ja, keine Ahnung, ich suche die jetzt nicht überall, ich mache einfach weiter mal. Ne? Irgendwie. Wo seid ihr? Ihr Christmöten, Mistkröten. Jetzt ist eine Ruhe. Aber irgendwo sind die da. Aber ist wurscht jetzt. Interessiert mich jetzt absolut nicht. Ich werde es einfach weitermachen. Aber bei was mache ich weiter, Leute? Ich würde gerne beim Landhaus weitermachen, aber das schaut, also wäre nicht gut. Das schaut da nicht gut aus. Also, da irgendwo sind sie, aber wo? Vielleicht unten? Kann das sein, dass sie da unten irgendwo sind? Hallo? Seid ihr da? Ich habe Angst, dass mir der am Schädel fliegt. So, schauen wir mal da runter. So, habe ich einfach. Ich habe Steine auch. So, mal Fackeln aufstellen hier. Da! Da sind sie, Leute! So. Boah. So, jetzt habe ich das böse Omen nämlich, Leute. Da waren sie die ganze Zeit unten. Ich habe sie gefunden. So, jetzt muss ich sofort, Leute. Ich muss sofort reagieren. Da waren sie nämlich die ganze Zeit. Ich muss nämlich sofort reagieren, Leute. Ich brauche eine Milch und ein Eimer. So. Und ich habe das böse Omen. Wie viel Eisen habe ich eingesteckt? 3. Das brauche ich für einen Eimer. Genau, das brauche ich für einen Eimer. Somit werde ich mir zack, zack und zack und dann einen Eimer machen. Dann suche ich mir irgendwo eine Kuh, Leute. Weil nö. Und die wird irgendwo da drüben sein, schätze ich mal. Hoffentlich.
ich brauche Milch. Da war nämlich der Bannerträger unten, Leute. Waren eigentlich nur zwei. Ach, Gott sei Dank, endlich dieses Geräusch weg, Leute. Ein Wahnsinn. Ja, ohne Facecam diesmal am Start. Der Grund, es gibt eigentlich keinen. Warum ich immer Bock auf meine Fresse? Ihr wahrscheinlich auch nicht. Leute, ich weiß nur, ich brauche da irgendwo eine Kuh. Und ich habe da drüben irgendwo Kühe gesehen, Leute. Meine Base heißt, Nase beißt. So, ich muss eine Kuh finden. Ich habe das böse Omen und das ist nicht gut. Wie lange hat man eigentlich das böse Omen? Hat man das die ganze Zeit oder bis man das wegmacht oder? Da ist eine Kuh. Servus! So, Dankeschön. Und es ist weg. Ah, böse Omen ist weg, Leute. Das ist toll. So, du kommst jetzt mal her, Weizen habe ich eh keinen. Somit zurück und ich werde mich jetzt um die Landwirtschaft kümmern. Habe ich eigentlich schon eine Landwirtschaft? Nö, habe ich noch nicht. Das werde ich jetzt machen. Meine Landwirtschaft. Ich habe nämlich schon einen Eimer. Das ist cool, aber kein Eisen mehr. Ja, ich habe schon Eisen, ein bisschen. Ich glaube, 10 Stück müsste ich noch haben. Ach, Wahnsinn. Ja, ich muss sparen, was geht. So ist es. Ja, so ist es. Ja. Cool, also. Jetzt geht's an die Landwirtschaft, ihr lieben Leute von heute. Die Landwirtschaft muss jetzt begonnen werden. Ah, Leute, diese blöden Bäume. Aber da kann ich den Wald lassen, tatsächlich. Das ist mein Wald. So. Da werde ich auf jeden Fall einmal eine Brücke drüber machen, das ist wichtig. So, Landwirtschaft, genau. Wie viel Erde habe ich eigentlich auf der Seite? Null, gar nichts. Landwirtschaft wird dann unter unten nämlich stattfinden. Ich würde mal sagen, da drüben. Cool. Somit werde ich jetzt einmal eine so eine Landwirtschaftsding bauen. Wie geht denn das jetzt schnell? So, zack. Genau so. Das werde ich auf jeden Fall brauchen. So eine Hacke. Na? Eine Steinhacke. So. Und zwar werde ich das hier reinmachen. Genau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zack, hier werde ich es machen. Genau. Meine Landwirtschaft wird endlich gemacht. So soll es sein. Dann haben wir da nämlich 1, 2, 3, 4 und wieder da, zack. Ja, wir werden wir so groß wie möglich machen. Passt. Ja, wird endlich einmal Zeit für Landwirtschaft, Leute. So. Gut, dann gehen wir gleich das da rein. Ah nö, ich brauche einen Eimer Wasser, genau. Ja, genau, es wird wieder finster. Ich hasse es. Du kommst einfach nicht voran, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Ja, jetzt einmal ein bisschen Pause vom Landhaus. Das wird, aus dem Grund, das wird nämlich ein Großprojekt. Und das Landhaus wird ein Großprojekt, wird sich über das ganze Let's Play wahrscheinlich ziehen, wie es ausschaut. Ich meine, nicht das ganze Let's Play nicht, aber weit rein halt. Und ja, so finde ich cool. So. Ein Eimer. Genau, hole ich mal von da drüben beim Wasser.
Meine Landwirtschaft wird endlich gemacht, Leute. Das ist fein. Wenn das nicht mega ist. So, ab Wasser. Ich weiß nicht, wie viel braucht man da? Zwei oder? Keine Ahnung. Ich nehme mal zwei Eimer und dann, glaube ich, geht das automatisch dann. Genau. Sehr gut. Die Landwirtschaft kommt endlich. Sehr gut. Ja, also endlich auch dieses Geräusch weg, dieses doofe. Wow, das ärgert mich. Habe ich immer geärgert in den letzten Folgen. Das ist da und der. Jetzt habe ich die endlich gefunden und ist da unten verpackt gehabt. Cool, also, zack. Weizen, muss ich schauen, wie viel ich habe. Denn zuerst brauche ich Weizen, um überhaupt Kühe anlocken zu können. So, sehr gut. Dann haben wir da 4. 1, 2, 3, 4. Ja, passt. Da kommt nämlich die ganze Landwirtschaft hin, Leute. Jo, und da drüben auch noch ein Vierer für Sybo. Genau, es ist wieder kaputt. Ging aber schnell, Leute. Ja, also kann ich hier weg. Nö, den Stein wollte ich ja daran nicht haben. So. Genau, weiter geht's. Ja, also wie ihr wahrscheinlich schon wissen werdet in den letzten Folgen, vielleicht auch gesehen haben werdet, ich habe keine Ahnung, habe ich großen Eisenmangel. Das ist nicht super, Leute. Das gefällt mir überhaupt nicht. Somit haben wir die Landwirtschaft da mal. Da können wir aufwerten, ich weiß. Das werden wir auch machen. So, jetzt hole ich mir aber mal Weizenkörner, dann auf jeden Fall mal so eine Hacke. Da besteht die Chance, nämlich Weizenkörner zu bekommen, noch mehr. Wenn man mit dieser Hacke da arbeitet. Nö. Kriege ich aber jetzt nicht viel mit, aber egal. Zack, zack. Es soll ja auch einiges werden, Leute. Also wegen ein paar Weizenkörner gehe ich da jetzt nicht auf die, also in die Landwirtschaft. So, ja, im neuen Jahr 2024 hier drinnen. Das ist ja, ja genau, eigentlich die erste Folge im neuen Jahr, Leute. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht in dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start ins neue Jahr gehabt oder jetzt noch immer. Auf jeden Fall. Jo. Wo bin ich da jetzt? Hm. Ah, da. Gut. So, dann schauen wir, was wir da noch rausbekommen können. Rasenmähen. Ich tue Rasenmähen.
wird selber schwindlig, Leute. Ich weiß. Die wird wahrscheinlich gerade so schwindlig vor dem Bildschirm, wenn du zuschaust, wie ich da herumbewege. Mir wird selber schwindlig, Leute. So, dann haben wir 19 Stück. Das reicht einmal fürs Erste. Bauen wir mal an. Ja, Hobbygärtner haben wir. So, passt. Und das kann einmal wachsen, Leute. Wachsen. Das kann einmal wachsen. Ja, bitte. Na, super. Da kommt dann der Biergarten hin. Ich warte mal, bis Weizen gewachsen ist. Wie viel Erde habe ich drinnen? Okay. 31 Stück Erde. Ich werde noch ein bisschen schürfen müssen. Ich schätze mal, ein bisschen Erde schürfen müssen. Das heißt, ich kann darüber gehen. Ich brauche nämlich da drüben eh nicht überall Erde. Das ist toll, weil ich möchte nämlich schauen, dass wenn ich schon die Landwirtschaft mache, dass ich dann noch ein bisschen Terraforming betreibe. Aus dem Grund, weil ja die Landwirtschaft auch natürlich schön ausschauen muss. Also schön zuflänglich sein muss. Was so ist, Leute. Da baue ich einmal da ab. Jo, also habt ihr irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr 24 oder so wie ich? Einfach normal weiter leben, fertig. Es ist einfach so, ich hab da nie vor. Also nicht so, wie heißt es, Vorgaben fürs neue Jahr oder sowas, ne? Na. Aha, also Vorhaben. Ich habe kein Vorhaben in dem Jahr. Ich werde einfach normal weitermachen. Auch mit Let's Play, mit meinem Beruf. Also, ganz normal. Sicher kann man sich das ein oder andere Ziel setzen. Das ist auch wichtig. Das ist auch ganz gut so. Aber jetzt nicht unbedingt Vorgaben, die ich unbedingt erfüllen muss. Ja. Ist einfach so. Ich persönlich habe gar nichts vor oder irgendwas. Das Einzige, weitermachen. Hoffe, dass es vielleicht ein bisschen besser läuft als das letzte Jahr. Na, das schon. Aber so Vorgaben, na, ich höre auf zum Rauchen und esse weniger und keine Ahnung was. Nö, das. Wenn man das dann aus irgendeinem Grund, egal aus welchem, nicht erfüllen kann oder so, dann ist man umso enttäuschter und das will ich nicht. Ich setze mir da keine Vorgaben. Nö. Ja, man kann sich Ziele stecken, das schon. Aber nicht extrem verbissen darum kämpfen, dass man das und das Ziel erreicht. Sicher kann man, aber so extrem und verbissen, das macht einen dann nur fertig, wenn es nicht klappen sollte. Ne? Es ist wirklich so. Oh, Leute. Ich tu da mal Erde sammeln. Weil ich habe nämlich was vor. Ja, da habe ich was vor in Minecraft. Leute, und zwar alles so gut wie möglich auszubauen und so. So, bisschen Erde sammeln, bisschen ist gut, ich brauche einiges an Erde. Es ist schon wieder die Schaufel kaputt. Ja, okay, dann muss ich eine Schaufel wieder bauen. Zack, natürlich mit Stein 1. 2, dann 3 werden wir auch nehmen. Diesen Banner kann ich weggeben. So. Ja, so ein bisschen Erde schürfen, weil die Landwirtschaft, wenn ich die schon vorantreibe und etwas anbaue, dann möchte ich natürlich auch schauen, dass ich nebenbei den Aufstieg einmal mache, also den Abgang zur Landwirtschaft, dass ich die Zäune mache. Das werde ich alles machen. Darum werde ich mich immer kümmern. Wird aber nicht so sein, die mich kennen, wissen das. Es wird nicht so sein, dass ich jetzt die ganze Zeit Folgen über Folgen nur an einer Sache arbeite. Das wird nicht sein. Erstens mal schaffe ich das durch meine Krankheit schwer, an einer Sache etwas länger dran zu bleiben. Das ist so. Und zweitens einmal mag ich das auch nicht machen, weil
es ja dann langweilig wird. Ja? Wenn ich jetzt 2, 3 oder 4 Folgen nur eine einzige Sache mache, wird es mit der Zeit ja dann doch langweilig. Deshalb schaue ich, dass ich auch mal ein bisschen, dass ich mal vielleicht 2 Folgen am Landhaus baue und dann wieder was anderes mache. Also die, die mich kennen, die wissen das, dass es so läuft bei mir. Und was ich jetzt weiß, ist, es wird dunkel. Es wird dunkel, Leute, dunkel. Da ist irgendwo ein Zimbo, der ist wahrscheinlich auch unten. So, gute Nacht, ihr Lieben. Und tschüss. Jo, die Folge ist nämlich jetzt auch vorbei. Freiwilliges Exil. So, dann würde ich einmal sagen, beende ich auch die Folge. Machen wir dazu, da zieht's. Zumachen sollte ich auch einmal. Nö, das interessiert mich nicht. Das ist ja ausgeleuchtet, das passt ja dabei. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sei auch in der nächsten Folge wieder dabei. Und bis dahin. Macht's gut. Game over. Ciao.